Hallo, liebe Freunde der Klavier- und Flügelgalerie Maiwald, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Werkstattrundblick. Es ist ja Sommer, wir haben auch nur die Sommerbesetzung. Mein Bruder Frank ist im Urlaub, Magda ist im Urlaub und wir haben jetzt drei Mitarbeiter uns als Besichtigungsopfer auserkoren und das erste Opfer wird der Daniel sein. Was der macht, seht ihr genau nach diesem kleinen Intro. Maiwald. Klaviere und Flügel. So, hier sind wir bei Daniel angekommen. Daniel kümmert sich um eine kleine Reparatur, ein kleines Missgeschick bei Helges Tourneeflügel. Dieses Stück war schon vorher einmal abgebrochen, weil wenn man den Flügel aufstellt, macht man ja immer erst zwei Beine dran. Und bei dem Bein ist tatsächlich auch schon vorher einmal genau diese Stelle ausgebrochen. Daniel macht die jetzt gerade komplett sauber, entfernt den alten Leim. Und dann werden wir das richtig schön mit einem Epoxidharzkleber für immer einleimen. Also so bricht das aus dem Flügel nie wieder raus. Wird dann anschließend außenrum noch ein bisschen beigetuscht. Ist sowieso schwarz-seiden, matt und deswegen kein Problem. Im Übrigen hat Helge Schneider den Flügel von uns zurückgekauft. Wir hatten ihn ja in Zahlung genommen. Gehört jetzt wieder Helge Schneider und wird nach kleinen Modifikationen in der Mechanik dann auch nach den Sommerferien im Frühherbst wieder ausgeliefert. Da erzähle ich euch aber ein anderes Mal noch mehr drüber. Jetzt folgt mir zu der Laura. Kleinigkeit noch, bevor wir zu Laura kommen. Hier seht ihr das Drehmaterial, Gelbmessing, für die verloren gegangenen, abgebrochenen Agraffen vom Broadwood-Flügel. Das bringe ich jetzt zu unserem Werkzeugmacher. Der ist im Moment noch im Urlaub an der Mosel. Und sobald der wieder da ist, dreht er die neuen alten Agraffen für den Broadwood-Flügel. Und dann werden wir auch sofort mit dem Beziehen anfangen. So, jetzt geht's weiter zu Laura. So, hier sind wir jetzt bei Laura. Der Meister hat jetzt Laura eingewiesen in... oder leicht eingewiesen. Das ist ja nichts, was man wirklich auf einmal, da fliegt der Schmetterling her. Das ist ja nichts, was man auf einmal lernt, sondern man braucht natürlich Geduld und Ausdauer dafür und mehr als eine Flügeldämpfung. Laura baut hier die erste Steinweh-Flügeldämpfung ein. Der Meister hat ihr alles ganz genau erklärt und sie lässt sich jetzt Zeit, man sieht es, braucht auch seine Zeit. Und dann werden wir am Ende mal sehen, wie sie die Dämpfung eingebaut hat, ob das alles klappt. Ihr könnt dann selber Daumen nach unten oder Daumen nach oben geben, wie im alten Rom. Guckt, da lacht sie sogar. So, und jetzt gehen wir weiter zum Meister. So, hier sind wir beim Meister, gerade ein bisschen geflaxt. Meister hat hier eine relativ undankbare Aufgabe. Das ist ein altes Ibach-Klavier, das ich mir angesehen hatte. Und das soll für kleines Geld einfach ein bisschen instand gesetzt werden. Ich mag die alten Ibach-Klaviere sehr und ich glaube, Bernd mag die alten Ibach-Klaviere auch sehr. Und es ist soweit okay. Es hat ein paar kleine Macken, es hat auch einen kleinen Bodenriss, aber es gehörte einem Kunden von uns, der hat es an eine junge Dame verkauft. Wir machen jetzt hier einfach eine Instandsetzung so, dass man es erstmal noch ein paar Jahre spielen kann, ohne dass man viel Geld einsetzen muss. Also es ist eine Reparatur, die bewegt sich so im Rahmen 1000, 1500 Euro. Und hier ist halt jetzt wirklich, ich meine, die Hammerköpfe sind 100 Jahre alt. Das letzte Mal Hammerköpfe abziehen, die sind so an der Grenze, das geht jetzt einfach nochmal. Dafür muss man aber wirklich auch versiert sein mit der Sandpapierfeile, damit da am Ende nicht irgendwelche komischen Eier bei rauskommen, sondern dass halt die Hammerköpfe dann immer noch eine Form haben. Und das macht der Meister hier halt mit viel Erfahrung. Da kann man keinen von unseren jungen Leuten dran setzen. Das ist einfach ein Erfahrungswert. Der zieht jetzt die Hammerköpfe ab,
Danach wird es weiter, es ist komplett sauber gemacht und danach wird es dann weiter reguliert, fertig gemacht und gestimmt. Jetzt gehen wir noch mal kurz darüber zu dem Bechsteinflügel. So, hier stehen wir vor einem Bechstein M-Flügel, 1,80 Meter, eine Kundenreparatur. Relativ junger Flügel, hier ist einfach tatsächlich der Resonanzboden gerissen, den haben wir jetzt ausgespähnt. Die beiden Diskantstegdoppel müssen erneuert werden. Und mein Bruder hatte den Stahlseitenbezug des Flügels entfernt. In der Mittellage standen die Stahlstärken drauf. Er hat dann den kompletten Seitenbezug entfernt und erst später festgestellt, dass im Diskant keine Seitenstärken auf dem Steg standen. Deswegen habe ich mich vertrauensvoll an die Firma Bechstein gewandt und die haben mir fantastischerweise ausgeholfen mit der Bezugstabelle. Das gilt jetzt für einen 73er Flügel. Dieser hier ist 75, 76. Das passt da genau rein. Hier meinen herzlichen Dank an die Firma Bechstein für die Übersendung der Informationen. So können wir den Flügel jetzt ohne Probleme neu beseiten mit der Original-Seitenstärke. Das geht jetzt hier relativ zeitnah. Da kommen die neuen Doppel drauf und der Boden wird einmal komplett abgezogen, abgeschliffen, neu lackiert. Wir werden auch einen neuen originalen Bodenaufkleber einbringen. Das haben wir euch ja schon in einem der anderen Videos gezeigt. Da sind wir inzwischen auch wirklich spitze drin, diese anzufertigen. Auch wenn mal jemand einen braucht, denkt an uns. Wir können jeden Diekel, jeden Bodenaufkleber reproduzieren. So, das war's schon mal wieder für heute. Klein, aber fein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert gerne unseren Kanal. Für alle Fragen ruft uns gerne an unter der 02307 12125. Gestern hatte ich noch einen netten Besuch von einem Klavierbauer-Kollegen, der aber nicht mehr Klavierbau gemacht hat, sondern Bühnentechnik und sowas alles und mit großen Leuten auf Reisen war. Der hat mich gestern besucht, der guckt auch regelmäßig unseren YouTube-Kanal. Lässt auch mal einen Daumen nach oben da. Gefällt ihm alles sehr gut. Ich hoffe euch auch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.